Hi, ich erkläre euch heute, wie das genau mit dem Semesterticket funktioniert und vor allem, wie ihr das Semesterticket auf euren Studienausweis bekommt. Mit dem Semesterticket könnt ihr in fast ganz Hessen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Das Ganze ist auf eurem Studienticket draufgedruckt und ihr bezahlt das immer semesterweise mit eurem Semesterbeitrag. Den Semesterbeitrag müsst ihr circa 2 Monate vor Semesterstart an die THM bezahlen. Ihr habt dafür auch ungefähr 2 Monate Zeit. Das Ganze und alle weiteren Infos findet ihr außerdem auf der Seite der THM, thm.de. Das Bezahlen des Semesterbeitrags heißt auch Rückmeldung, weil ihr der THM rückmeldet, dass ihr weiterhin an der THM studieren wollt. Solltet ihr das nämlich vergessen, werdet ihr im nächsten Semester exmatrikuliert. Deswegen denkt unbedingt daran, euch rückzumelden. Da erinnert euch auch gar keiner dran. Ihr müsst da selbstständig daran denken, dass ihr vor Semesterende euch noch rückmelden zum nächsten Semester müsst, also dementsprechend euren Semesterbeitrag bezahlen. Der Semesterbeitrag besteht aus Kosten für die Studierendenschaft, also für AStA und die Fachschaften, für das Studentenwerk, Verwaltungskosten für die THM und eben das Semesterticket. Wenn ihr euren Semesterbeitrag überwiesen habt, könnt ihr circa 2 Wochen später euer Semesterticket hier hinter mir an den Semesterticketdruckern aufdrucken. Die Semesterticketdrucker findet ihr einmal im Gebäude A12 und im Gebäude A13. Das Gebäude A12 seht ihr hier rot markiert auf der Karte. Es ist direkt zentral am Hauptcampus gegenüber von der Information. Ich stehe hier aktuell im Gebäude A13, hier hinter mir ein Semesterticketdrucker und ich erkläre euch jetzt mal, wie das genau funktioniert. Ein kurzer Hinweis aus der Regie an dieser Stelle. Natürlich könnt ihr derzeit eure Semestertickets nicht über den Semesterticketdrucker beziehen, da die THM-Gebäude geschlossen sind. Falls ihr euer Semesterticket noch nicht auf eurem Studienausweis habt für dieses Semester, müsst ihr dazu in die Online-Liste für Studierende gehen. Nähere Infos dazu gibt es in der Videobeschreibung. Und jetzt zurück zum Vergangenheitsmodus. Die Semesterticketdrucker findet ihr zum Beispiel hier im Gebäude A13 direkt im Eingangsbereich. So sehen die Teile aus, ist direkt gegenüber von der Tür und das Gebäude A13 ist direkt am Platz der Deutschen Einheit, also gegenüber von der Mensa Campus Tor direkt am Hauptcampus. Nicht zu verfehlen. Wie funktionieren die Teile? Ihr steckt einfach hier eure Karte rein. Der Automat redet ein bisschen komisch mit euch. Und schon habt ihr eure Karte mit eurem Semesterticket. Viel Spaß beim Fahren. Bis zum nächsten Mal.